Ich bin die Heike von Petras Bastel-News. Ich zeige euch heute, wie man einen Frosch bläst. Nehmt das Stärkchen mit den Zutaten, was man braucht, raus. Heute springen wir gleich davon. So. Da gibt es einiges. Unsere Wolle. Füße. Stecker. Fußstecker und Arme. Wir fangen heute an mit den Malarbeiten. Nehmt euch ein helles Grün und bemalt eure Füße erstmal grün. So, wenn das getrocknet ist, zeige ich euch heute schnell, wie man ein bisschen schattiert. Nehmt euch einfach ein bisschen ein dunkleres Grün, muss nicht viel sein, einen kleinen Schwamm, den schneidet ihr zu. Nehmt ein bisschen Farbe, geht ruhig ein wenig, dass die nicht ganz so kräftig ist. So. Jetzt nehmt euch euren Fuß und jetzt wird nur ganz leicht am Rand die Farbe hier abgestreifen. So, dann kann man da noch ein wenig rum. Dann hat er ein bisschen einen Kontrast und sieht nicht ganz so giftig aus. Und man sieht die Füßchen ein wenig schön. So, dreht es euch ein wenig. So sieht es jetzt aus. Das sieht gleich ein wenig netter aus. Das Ganze könnt ihr auch bei euren Armen machen, dass ihr einfach vorne den Filz ein wenig absetzt mit dem dunkleren Grün. So. Jetzt kann das trocknen. In der Zeit können wir dann filzen. Was ihr zwischendurch noch machen könnt, auch das braucht ein wenig Abtrocknungszeit, euren Fußstecker. Nehmt einfach einen Bondalkleber, einen Mosaikkleber, ganz egal was ihr habt, und klebt euren Fuß hier rein. So sieht es dann fertig aus. Dann kann der abtrocknen. Und in der Zeit können wir jetzt filzen. So, ich stelle es mal kurz weg. So, wir fangen an mit der grünen Wolle. Nehmt euch eine grüne Wolle, zupft sie auseinander. Eure Kugel, legt sie auf. So, nehmt, wer hat einen Schnellfilzer? Kindersicherung drinnen. So, immer gerade halten euren Schnellfilzer. Kugel dabei drehen, damit die Nadel nicht abbrechen. Das Ganze geht natürlich auch mit der normalen Nadel, die ihr auch in eurem Päckchen habt. Die ist in der Schutzhülle. Zieht sie einfach raus. So. Beim Filzen wie immer wichtig, einstecken und nachhacken. Wie so ein kleiner Specht. Ja? Dauert halt ein bisschen länger, geht aber ganz genau so. So und so bedecken wir jetzt die ganze Kugel in dem Grün. Das habe ich euch ein wenig vorbereitet. So sieht es aus. Als nächstes machen wir uns einen Mund. Nehmt von der Schwarz und zieht euch ein bisschen so die Fäden raus. So. So. Jetzt nehmt ihr die normale Nadel, legt es auf der Kugel an, nehmt den Finger, haltet es ein wenig fest und legt die wegen in einem Halbbogen hier. So, jetzt fangt ihr hier an und stoßt wieder mit Nachhacken den Mund fest. So, da ein bisschen rauf. So, und schon hat der Kerl einen Mund. So, jetzt machen wir ein Grübchen. Dann nehmt ihr auch wieder ein bisschen Wolle weg. So, so ein kleines Stück. Legt seitlich an. Macht einen kleinen Halbbogen. Auch die Nasenlöcher machen wir so, ein bisschen wegziehen. So, jetzt lege ich ihn so Hälfte vom Mund an und lege es wie ein Dreieck her. Halte es in der Mitte wegen fest, ziehe jetzt das eine Stück nach runter. So, die feinen Flusen zieht es automatisch mit rein. So, sieht ihr, jetzt halte ich es wieder da fest und gehe nach dieser Seite mit runter. Wenn der ein wenig mehr reinsticht, dann wird es noch ein wenig schmäler. So, dann gehen wir da noch ein bisschen rauf. So, und schon haben wir ein Nasenloch fertig. Das Ganze natürlich auf der anderen Seite auch. Das habe ich euch auch schon mal vorbereitet. So sieht er jetzt aus. Ja? So, als nächstes brauchen wir unsere Augen. Da haben wir die Dreierkugel. Da brauchen wir jetzt die weiße Wolle. Das könnt ihr jetzt nicht mehr mit einem Schnellfilzer filzen, weil dann wird es zu löchrig, die Kugel. Legt ein bisschen Wolle auf,
nimm die normale Nadel, so wie ganz normal wie beim Filzen mit Nachhaken, macht er jetzt die Äugchen komplett weiß, also die Kugel. So. Ja, bis sie komplett bedeckt ist. Auch das habe ich wieder wegen vorbereitet. So sieht's aus. Jetzt könnt ihr, um die Pupille zu machen, einen kleinen Trick. Nehmt ein bisschen Schwarz. Wer einen Schnellfilzer hat, steckt es in den Schnellfilzer rein. Ich nehme dann die Nadel, tue das ein wenig so einführen. So. Und jetzt setze ich das an, tue zwei, dreimal nachdrücken. So, und schon hat man nämlich eine schöne, runde Pupille. Jetzt kann ich die feine mit der normalen Nadel noch ein bisschen mit reinziehen. So, und dann hat man auch ein schönes rundes Auge. Man geht es mit ein bisschen Mühe natürlich auch wieder ohne, wenn man keinen Schnellfilzer hat. Aber das ist ein wenig ein Trick, weil die meisten Filzer haben. So, so sieht es dann aus. Da braucht man natürlich wieder zwei davon. So, jetzt kleben wir, die so kleine Stecker, das sind unsere Augenstecker, die kleben wir jetzt mit ein. Ein Präzisionmesser, Küchenmesser, wie ihr wollt, legt euch die Kugel her, so etwa die Hälfte vom Schwarz, macht einen kleinen Schnittle rein. So, die klebe ich gern ein, weil die doch nicht so lang sind und die Kugel so groß, dass sie euch nicht rausfallen. Ein bisschen Kleber drauf, so, und in den Schlitz mit reingeklebt. So, jetzt haben wir zwei davon. In der Zeit ist auch der Frosch die Füße abgetrocknet, der Stecker ist drin. So, jetzt machen wir dasselbe beim Frosch. So etwa sitzt er, dann könnt ihr so die Hälfte unten in der Mitte, machen wir jetzt ein Schnittchen rein. Immer gut den Filz durchtrennen, dass sich die Filzwolle nicht mit einzieht. So, jetzt tue ich auf dem Stecker wieder Ponal oder Kleber, was ihr habt, drauf. So. Jetzt nehme ich mein Fröschle, stecke das hier an. So, und jetzt drückt man das drauf. So sieht es jetzt aus. Noch ein wenig komisch, aber der kriegt ja auch noch Augen. So, jetzt mache ich oben die Hälfte. So, mache wieder hier einen Schnitt. Nehme mein Äugchen, tue ein bisschen Kleber drauf. So, jetzt wird es da hier eingestochen. So einer sitzt schon. Jetzt macht man den nächsten. Nebendran. Wieder ein bisschen Kleber drauf. Und reingestochen. So. So sieht es jetzt aus. Ja, jetzt hat der Quell noch keine Zunge. Die haben wir hier. Das ist das Filzteil. Ihr seht wieder, dass es hier eingeschnitten ist. Seht ihr? Das klappt mal um. So muss er rein. Macht jetzt so an der Seite einen kleinen Schnitt, so unterhalb vom Mund. So, jetzt lege ich die Zunge da an, nehme die Schere und drücke das nur mit rein. So, ein bisschen raus. So, jetzt bleckt das schon. Als nächstes brauchen wir unsere Arme, die Tränder von der Befestigung. So, der Schere einfach abschneiden. Auch da bitte wieder auf die Kanten achten, wo es eingeführt wird. So, der kriegt jetzt da seine Arme mit her. Macht euch wieder ein Schnittchen. So, legt es an. Schere nehmen und reinstoßen. So, jetzt können wir noch mal einen winken lassen, einen Arm. Da machen wir wieder einen Schnitt. So. Jetzt nehme ich es von hinten her und drück's rein. So, und jetzt sagt er uns Hallo. So, jetzt kriegt der Frosch noch eine Krone. Die malt er euch in Gold an. Also das sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt noch ein bisschen Flitter mit drauf, dann glänzt es noch ein wenig. Macht sich ja immer ganz gut, wenn man wegen sowas noch daheim hat. Das kommt jetzt hinter unsere Augen. Macht euch wieder mit dem Messer einen Schnitt. So, zwischen den Augen, dann nehme ich wieder ein bisschen Kleber, Stecker drauf, so, und habe das hinten zwischen den Augen eingestochen. So, und schon sieht er witzig aus.
Und jetzt könnt ihr euch natürlich ein ganzes Konzert davon machen, von Fröschen. Der Vorteil natürlich dabei ist der, eure Nachbarn werden sich nicht beschweren, weil unsere Frösche quaken nicht. Tschüss!